Hallo Freunde, wie ihr seht, bin wieder am Wasser unterwegs und heute habe ich mir mal gedacht, ich gebe euch mal meine 5 Top-Tipps an, was man so falsch machen kann, wenn man hier wirklich an so einer Teichanlage oder einer Seeanlage aufläuft. Und wir fangen auch sofort an. Tipp Nummer 1 ist ganz klar, montiert eure Ruten abends in Ruhe zu Hause fertig oder macht sie nach dem Angeln fix und fertig, so dass ihr wirklich morgens bezahlt, ans Wasser kommt, die Ruten auspackt, so wie halt ich immer, und sofort scharf und rein. Ich habe halt hier wunderbar unsere Forellentasche, ne? Die hat hinten Hardcase, das heißt halt hier kann ich 3 voll fertig montierte Ruten reinpacken, halt meine schönen Pro Lakes oder halt die Tactical Trout Lakes, ne? Und schon habe ich 3 Ruten fertig. Ich habe natürlich noch eine zweite mit dabei, muss ich eingestehen, für mein ganzes Ultralight-Zeug. Das heißt, da habe ich auch immer so 1-2 Ruten mit drin, einfach aus dem Grund, die sind wunderbar geschützt. Selbst wenn das Ding mal fällt, passiert nicht viel. Ne? Wie gesagt, mein erster Tipp ist ganz klar, macht die Ruten zu Hause schon fertig. Ja, und mein Tipp Nummer 2 für euch, ganz klare Kiste ist, bevor ihr irgendwo hinkommt, informiert euch erstmal über die Anlage selber, über die Teiche, die dort sind. Was wird dort besetzt? Was kostet es? Wie tief ist das Ganze? Ich sag mal, natürlich könnt ihr nicht fragen, in welche Ecke beißt es am besten, weil heute ist es mal da, mal da. Das heißt, die Erfahrung müsst ihr schon selber sammeln. Aber so ein gewisses Grundwissen, ein Vorwissen, kann man sich auf jeden Fall schon mal aneignen oder über das Internet. Da sind auch mal ganz viele Foren, wo man nachfragen kann. Und schon kennt man sich ein bisschen besser aus und kommt halt nicht, ich sag mal, ja, unvorbereitet hierher, sondern kann sich dann dementsprechend auch schon mal ein bisschen zu Hause vorbereiten. Deswegen ganz klar Tipp Nummer 2, informiert euch über die Anlagen, wo ihr hin wollt. Ein paar Tipps kriegt ihr natürlich bei uns auf der Seite Forellenseen in Deutschland, der Forellenseefinder. Da könnt ihr euch schon mal so ein gewisses Grundwissen aneignen und danach einfach weiter recherchieren. In dem Sinne, viel Erfolg dabei. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3 und das sehe ich so häufig am Wasser. Genau sowas. Die Leute angeln, die Dosen stehen hier geöffnet. Ja. Entweder scheint die Sonne oder es nieselt oder es regnet. In dem Moment könnt ihr die Paste nehmen und könnt die in den Mülleimer schmeißen. Ja. Also wirklich, gerade ich sag mal mit der Paste selber, geht pfleglich um. Das heißt, wenn ihr sie benutzt habt, macht auf jeden Fall den Deckel luftdicht wieder drauf. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist ganz klar, wenn ihr eure Paste formen wollt, achtet darauf, dass eure Hände trocken sind. Ja? Wenn es regnet, ihr habt bestimmt einen Schirm dabei. Also ich habe immer einen im Auto für Notfall. Den baue ich mir auf, damit ich zumindest darunter meine Paste dann halt kneten kann. Da hängt auch immer ein Handtuch unterm Schirm. Da kann ich mir meine Hände schön trocken machen, kann sie schön trocken rubbeln und kann dann die perfekte Form formen und kann versuchen, sogar noch im Regen einen Fisch zu fangen. Deswegen ganz klar, geht pfleglich mit eurer Paste um und vor allem haltet alles trocken. Ja, und da sind wir auch schon bei Tipp Nummer 4. Ne? Sehe ich nämlich auch ganz, ganz häufig. Die Leute sitzen dann da und haben viel, viel zu dicke Schnüre drauf. Die kommen damit erstens nicht weit raus und zweitens hast du dann so einen Salat auf der Wasseroberfläche liegen. Deswegen, ich sag mal, eine 0,20er, eine 0,22er auf der Rolle reicht vollkommen aus. Dicker soll es nicht sein. Also ich nehme auch als zum Beispiel als Vorfachmaterial oder als Hauptschnur halt unsere Fluro oder unsere normale Mono. Hier habe ich jetzt Vorfachmaterial 0,22 als normale Hauptschnur für meine normalen Schlepprouten. 0,20er reicht vollkommen aus. Bei den Ultralight-Routen, wie gesagt, dafür habe ich hier halt die 0,22er, unsere Fluro als Vorfachmaterial. Da reicht eine 0,06, 0,08, 0,20, 0,22. Vollkommen. Ja, und ihr seid auf der sicheren Seite. Ich sag mal, ihr macht den Rest ja sowieso über die Bremse. Das dürft ihr nicht vergessen. Ja? Also nicht die Schnur und die Rute hält den Fisch, natürlich auch. Aber ich sag mal, ihr müsst den sauber über die Bremse selber ausdrehen. Von daher, diese Schnüre reichen vollkommen aus, selbst für die ganz dicken Mopeds. Und das war auch schon Tipp Nummer 4 von mir. Angelt feiner. So, und dann sind wir auch schon zu Tipp Nummer 5 und zum letzten Tipp erstmal, weil die Tipps wird es öfters mal von mir geben. Und Tipp Nummer 5 sagt ganz klar, und das wisst ihr bestimmt auch, ja, ihr dürft euch nicht auf eine Sache versteifen. Also wenn, ich sag mal, auf Spoons nicht läuft, probiert was anderes aus. Wenn es auf Gummi nicht funktioniert, probiert was anderes aus. Wenn es auf Paste nicht funktioniert, probiert was anderes aus. Probiert die Farben aus, probiert die Größen aus. Wirklich, also ihr seht, was ich hier so um mich herum liegen habe. Das hat schon seinen Sinn und Zweck.
Es ist wirklich von jedem etwas dabei, einfach um zu probieren, womit kriege ich die Forelle nachher doch überzeugt, meinen Köder zu nehmen. Ja, weil nicht immer funktioniert Paste, nicht immer funktioniert Spoon und nicht immer funktioniert Gummi. Und deswegen muss man einfach gucken, dass man da halt wirklich flexibel bleibt, ja, und das Ganze auch dementsprechend halt mit Fangergebnis dann nach Hause geht. Freunde, ich hoffe, ihr habt viel Erfolg damit. Ja. Haltet euch an die Tipps, das ist schon mal ein kleiner Anfang. Und vielleicht sehen wir uns ja mal am Wasser. Bis dahin, ciao.